Willkommen Traderinnen und Trader zur Marktbesprechung am heutigen Mittwoch mit Blick in Euro, britisches Pfund, Kan-Dollar, japanischer Yen und Euro-Austral-Dollar. Wer sich heute übrigens gewundert hat, warum der Blog-Eintrag, der Hinweis zum Blog-Eintrag auf Facebook, heute zu spät kam, als ich heute Morgen mit dem Marktcheck angefangen habe, ging mein Facebook irgendwie nicht, aus diesem Grund das Ganze mit etwas Verspätung. Das heißt, heute konnte man sich da nicht ganz so gut vorbereiten auf die Inhalte, aber ich hoffe, das hole ich gleich mit nach. Zuvor natürlich, wie immer, der wichtige Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu verbunden mit der Einladung, wer gerne einen Wunschmarkt analysiert haben möchte, rein damit hier in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar und dann kümmere ich mich direkt drum. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die guten Morgengrüße, die ich hier auch heute wieder bekomme. Das freut mich sehr. Damit gehen wir weiter hier zu den Tagesnachrichten, das heißt die Planung für den heutigen Tag, Mittwoch, der 18. März. Wir sehen es. Wir bekommen hier neben den Meldungen, dass die EU-Außengrenzen für die nächsten 30 Tage gesperrt wurden, noch ein paar wirtschaftliche Rahmendaten hier um 11 Uhr, den Verbraucherpreisindex aus der EU, das allerdings ältere Daten hier für den Februar, aber nichtsdestotrotz, die Daten sind auch wichtig. 11 Uhr gibt es dann auch noch die Handelsbilanz und dann geht es am Nachmittag hier an dieser Stelle schon weiter mit den Baugenehmigungen aus den USA und die Wohnungsbau beginne das Ganze hier für den Monat Februar. In Kanada bekommen wir heute wichtige Informationen zum Verbraucherpreisindex. Das Ganze hier auch mit Blick auf die ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen. Nicht uninteressant, allerdings auch hier, ich denke mal, die deutlich wichtigeren Nachrichten werden die sein, die wir dann für den Monat März bekommen. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es, es ist mit drei Bullenköpfen hinterlegt. Aus diesem Grund auch eine recht wichtige Nachricht, dass hier heute auch im Fokus war, wir eine Info aus Kanada heute mit in den Währungen haben. Und am Abend dann, oder was heißt am Abend, das ist ja nicht Abend, das ist ja 15.30 Uhr bei uns zur Kaffeezeit quasi, da gibt es aus den USA die Rohöllagerbestände. Der Wechsel zur Sommerzeit hier in den USA hat für eine Stunde weniger im Zeitverzug geführt und deswegen das Ganze eine Stunde früher als sonst. Wenn wir noch mal ganz kurz auf den Ölmarkt blicken, wir haben ja gestern schon Informationen bekommen zu den API-Rohöllagerdaten, die sind ganz leicht zurückgegangen. Wir hatten hier gestern einen Rückgang um 0,4 Millionen Barrel Öl. Schauen wir, was wird Ölpreis auf alle Fälle nach dem Setup, was wir hier auch für die Short-Seite besprochen haben, spielt der ganze Markt relativ schön momentan auf der Unterseite. Das heißt, da ist es halt schön, wenn man den Markt halt mitnehmen kann und dann tradet, wenn es sinnvoll ist. Und das machen wir ja hier jeden Morgen. Deswegen schauen wir rein in die Märkte. Wir starten mal mit dem Währungspaar Kan-Dollar, japanischer Yen. Mir fällt zum japanischen Yen kurz noch was ein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir diese Woche einen Feiertag in Japan. Ich muss mal ganz kurz schauen, dass wir das nicht vergessen, weil wenn da kein Handel ist, fehlt natürlich auch ein bisschen was an Marktdynamik an dieser Stelle. Ich check das Ganze mal kurz durch hier, kurzen Augenblick. Ja, am 20.03., okay, heute ist der 18., da haben wir noch ein bisschen Luft an dieser Stelle. Wir schauen uns jetzt mal den Chart vom Kan-Dollar japanischen Yen an und hier sehen wir sehr, sehr schön, wir haben es im Blog geschrieben oder ich habe es im Blog geschrieben. Wir sehen hier die Korrektur gegen diesen starken Abwärtsschub laufen. Hier sehen wir es, das Hoch hier, was wir vor ein paar Tagen gehabt haben, das hat das Gap geschlossen. Danach ging es gleich wieder abwärts und wir sehen hier unten diese untere ansteigende Trendlinie. Das ist die Trendlinie des Aufwärtstrends, der hier untergeordnet läuft und der ist mittlerweile gebrochen worden. Das heißt, kommt es hier zur Fortsetzung dieses Trendbruchszenarios, dann können wir schön die Unterseite mit in Gang bringen. Das heißt hier, was wir dann sehen, wenn wir in den Stundenchart reinschauen, sehen wir das relativ gut. Ich kann ja hier zur Kontrolle einfach das Ganze mal mit anzeigen. Hier schaut es, das hier ist der Trend, der schön nach oben gelaufen ist. Und hier haben wir so die leicht ansteigenden Trendtiefs an dieser Stelle. Und das ist halt der Marker hier. Ich schalte das Ganze mal um in den 4-Stunden-Trend. Da ist es ein bisschen besser ersichtlich. Wir laufen hier mit
mittlerweile aus dem Ganzen raus, das heißt unter diese Trendlinie unten drunter durch. Und jetzt wäre es halt wichtig, dass wir hier noch eine Bestätigung bekommen, das heißt, dass sich hier im Kleinen sozusagen diese Dynamik, die sich jetzt hier in diesem Abwärtstrend gebildet hat, dass sich die fortsetzt nach unten, und dann haben wir die Bestätigung, dass der Markt hier entsprechend rumdrehen möchte und die ganze Unterseite mit anlaufen kann. Das heißt, die Anlaufpunkte zur Unterseite jetzt im kurzfristigen, die sehen wir hier, das sind da mal die Schwungbereiche hier unten um die 74.900 beziehungsweise leicht hier drüben die 74.480, und dann haben wir schon hier unten das Trendtief mit drinnen. Das heißt, an dieser Stelle können wir ganz schön und stark davon ausgehen, dass wenn der Markt dieses Bruchszenario nach unten hin bestätigt, dann ist der Weg nach unten erstmal wieder da. Und wenn wir uns mal anschauen, wo es denn da hingehen kann, ja, da finden wir jetzt hier, selbst wenn ich den Tageschart sehr, sehr weit zusammenraffe, nicht unbedingt Anlaufpunkte. Da müssen wir wirklich ein ganzes Stückchen weiter zurückgehen, nämlich hier im Wochenchart. Das heißt, wenn dieses Level, dieses Tief, wo wir jetzt standen, wegbricht, dann ist der nächste Anlaufpunkt hier. Dieses Tief, was wir hier unten gehabt haben, das ist der Bereich, ich klemme da gleich mal noch ein Schildchen dran, keine Sorge, das machen wir, also das ist hier unten der Bereich ganz grob um die Marke von 72,2 als nächster Anlaufpunkt, den wir da nach unten hin haben. Also das Ganze ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen. Ich mache das hier unten mal kurz in grün, weil es ja ein Support ist. Diese Marke ist dann da und diese Marke können wir dann zum Traden nehmen. Das heißt hier, ich versuche es mal noch ein Stückchen größer zu machen. Genau, also das wäre dieser Bereich, wenn sich der Ausbruch aus dieser leichten ansteigenden Korrektur nach unten jetzt fortsetzt. Erster großer Anlaufpunkt, das aktuelle Zwischentief hier bei 73,87. Und wenn das unterschritten wird, dann ist der nächste Weg hier frei in Richtung 72,1 beziehungsweise hier haben wir noch so einen kleinen Zackerl unten drunter, aber der wichtigere ist der, weil wir sehen es, hier gab es auch hinten im Bereich im Jahr 2008 Drehpunkte um diese Marke, und das, denke ich mal, wird die Marke sein, die mehr Marktbeachtung findet. Rein zur Planung, was kommt, wissen wir ja eh nicht. Von der Seite her schauen wir mal, was aus diesem Ausbruch, aus der Flagge, naja, so eine richtige Flagge ist es ja nicht, aber in der Art und Weise hat man hier eine Konstellation von einem Aufwärtstrend, der jetzt nach unten verlassen wurde, wie schon gesagt. Fortsetzung zur Unterseite und das Tagestief bedeutet Fortsetzung bzw. Bestätigung des Ausbruchs, und dann haben wir die Chancen, die Unterseite zu bespielen. Schauen wir weiter auf zwei echt brutale Mega-Bullen. Das ist echt teilweise episch, was wir hier zurzeit sehen. Wir schauen zuerst auf das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. So, hier an dieser Stelle, und da sehen wir momentan einfach Ride the Bull, was es da gäbe. Es ist einfach der blanke Wahnsinn, was hier losgeht momentan. Wir sehen es hier, der Markt ist, seitdem wir hier unten diese 1,659 überschritten haben, richtig in die Dynamik reingekommen, hier aus dieser Korrektur raus, seitdem wir hier oben drüber gelaufen sind, die 1,71,250 übersteuert haben, ist der Markt nicht mehr zu halten. Selbst das Spike Day hier mit dem Hoch bei 1,82 konnte dem Ganzen nichts abbringen. Wir hatten ja diesen massiven Abverkauf gehabt. Hier unten haben wir dann die Gegenbewegung gesehen. Zack, ging es richtig runter. Jetzt hat der Markt hier wieder Stärke aufgesammelt und ist dann nach oben durchgebrochen. Bei dem Chart ärgere ich mich ein bisschen. Ich hatte hier oben drin mein Setup liegen für den Ausbruch aus dieser kleinen Gegenbewegung hier unten. Das kann ich mal ganz kurz zeigen, wenn wir uns mal kurz den 4-Stunden-Chart nehmen. Schaut mal hier, das ist das, was ich da auf der Uhr habe. Deswegen ärgere ich depp mich so, dass ich nicht geschafft habe, den Einstieg zu machen. Aber es kam halt einfach was dazwischen. Hier, schaut euch mal dieses schöne ansteigende Dreieck an. Das war nach diesem Spike das Level, das Signal, dass man hier wirklich reingehen konnte, und das ist das, was man immer wieder auf der Uhr haben muss. Aber es gibt halt Zeiten, da klappt nicht alles, deswegen wollte ich das an dieser Stelle trotzdem einmal zeigen, wie man in solchen Spike-Phasen umgehen kann mit den Märkten und dass man auch genügend Zeit hat, dass man da in keinster Art und Weise in Panik verfallen muss. So, jetzt stehen wir hier wieder am Tageshoch von gestern, beziehungsweise an dem ganzen Zwischenhoch bei ungefähr 1,84,250 in diesem Bereich. Und was passiert hier oben? Von Schwäche keine Spur. Ne? Schwäche Spur wird er ausschauen, wenn wir hier das Tagestief von gestern testen, dann nach unten abdrehen, und dann könnte man einfach schauen, okay, wo sind denn Anlaufbereiche? Das wäre dann zum einen mal hier als nächster dieser Ausbruch hier um die 1,798 beziehungsweise hier das kleine Zwischentief bei 1,763. Den Gefallen scheint uns der Markt aber nicht zu tun, weil wenn wir uns diese Dynamik hier momentan auch mal anschauen, wir sehen es hier,
Oben momentan Deckel drauf, unten ansteigende Tiefs. Das heißt, da sehen wir wieder, der Druck kommt schon wieder von unten nach oben. Und wenn der Deckel hier wegfliegt, dann können wir uns viel, viel weiter nach hinten orientieren. Das nach hinten orientieren würde ich ganz gerne mal kurz zeigen wollen. Allerdings funktioniert das hier in diesem Chart bei Tickmill nicht, weil die Historie einfach zu kurz ist. Deswegen würde ich gerne mal hier den Chart noch mit reinnehmen im längerfristigen Bereich. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Gibt mir einen Augenblick. So. Voilà. Da gucken wir einfach mal bei TradingView rein. So. Hier. Und da schauen wir uns das Ganze einfach mal an, hier im TradingView Chart sozusagen. Und da gucken wir uns mal das Währungspaar Euro-Austral-Dollar an. Zack. So, da haben wir es. Hier einfach reinnehmen, einfach durch. Und damit gucken wir uns das Ganze mal im langfristigen Bereich an. Da kommen wir nämlich von der reinen zeitlichen Ebene. Schaut's mal, guckt euch das mal an. Der Weg ist hier sowas von frei in Richtung dieser Hochs hier oben. 2 bis 2,10 Dollar sind hier locker drin. Technische Widerstände gibt es jetzt hier nicht. Wenn wir diesen kleinen Bereich hier um die 1,86 noch überschreiten, ist der Weg wirklich frei hier oben rein in den Bereich 2 bis 2,10 Dollar. Und das, da reden wir vom Jahr 2008. Ja? Also das ist das 2008, 2009, die Hochs, die wir da hatten. Es ist einfach möglich, dass das weiter rennt nach oben hin, und deswegen muss man das einfach auch auf der Uhr haben, dass an solchen Marken wie jetzt auch immer wieder Kaufinteresse reinkommt. Der Aussie-Dollar ist momentan sowas von schwach, und das macht sich jetzt hier in den Charts definitiv auch bemerkbar. Das heißt, wenn wir hier oben drüber brechen, dann setzt sich das Ganze nach oben hin einfach fort, und wir können hier durchaus den Break hoch Richtung erst einmal 1,85 und dann Richtung 2 australische Dollar durchaus im mittelfristigen Bereich erwarten. Und damit schalten wir zum nächsten Bullen mit rein. Und zwar ist das das Währungspaar Euro Great Britain Pound, also euro-britisches Pfund hier an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, ich hatte es ja angekündigt, auch das ein Mega-Bulle hier momentan. Wir sehen es auch hier, das Währungspaar seit dem Break hier unten raus, seit der kleinen Konsolidierung hier mit dem Sprung über das Zwischenhoch bei 0,87420, auch hier vorher massiv Dynamik, Korrektur und dann wieder massiv Dynamik. Es wurde einfach alles aus dem Markt genommen, was rausnehmbar war. Wir hatten den Trade, die Handelsidee hier auch besprochen, als die nächsten Zwischenhochs angesprochen wurden. Da sind wir jetzt tatsächlich reingelaufen. Wir sind im Tageshoch von gestern hier an dieses kleine Zwischenhoch, an diesen Zackerl hier drüben gelaufen. Der Weg nach oben ist frei, sobald wir hier über das aktuelle Zwischenhoch bei 0,915 ansteigen und uns dann nach oben hin entwickeln. Wenn wir hier kleine Zwischenbereiche noch finden möchten, hier gab es mal noch so einen kleinen, ja, so einen kleinen Zwischenhochbereich in diesem ersten Schritt nach unten hier. Das ist die Bereich oder die Marke von 0,918 in etwa. Wenn das kein größerer Widerstand ist, hier nächster Anlaufpunkt, Jahreshoch hier. Wann war das gewesen? Beziehungsweise das war das Hoch, was wir im August letzten Jahres hier gehabt haben. Also das war jetzt nicht das Jahreshoch im euro-britischen Pfund, aber das ist jetzt auf alle Fälle erst einmal ein Bereich, den man durchaus als Anlaufpunkt im Auge haben kann. Hier die Marke von um die 0,932. Der Weg nach oben offen. Kommt zur Korrektur? Dann ist eins wichtig, wir haben jetzt im kleinen, im untergeordneten Bereich, sehen wir hier unten, das zoome ich mal kurz etwas weiter raus, hier haben wir einen kleinen Kaufbereich unten am Tagestief von gestern, die Marke ungefähr 0,906, da haben wir einen Kaufbereich, da sind wir immer wieder aufgesprungen, fallen wir hier drunter, dann wäre der erste Anlaufpunkt mal der alte Ausbruch hier, wo wir diesen alten Widerstand rausgenommen hatten, hier drüben aus dem Korrekturhoch, die Marke um die 0,902, das wäre dann, falls es doch hier drunter fallen sollte, unter diesen Kaufbereich bei 0,906, der erste Anlaufpunkt, beziehungsweise dann hier das Zwischentief, das Freitagstief, was wir hier gehabt haben, nein, das war das Montagstief, um die Marke von 0,898. Und das Ganze kann man sich auch sehr, sehr schön in den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Hier sehen wir die Konsolidierung momentan auf sehr, sehr hohe
hohem Niveau. Das heißt, hier haben wir eine Trading Range, die oben und unten gedeckelt ist. Brechen wir oben aus, heißt das Fortsetzung des aktuellen Trends nach oben. Brechen wir nach unten durch, wäre das ein bisschen Konsolidierung. Die Marken haben wir definitiv hier. Wer sich das Ganze im Kleinen auch anschauen möchte hier in diesem Bereich, da muss man wirklich in den Stundenchart schauen, weil im 4-Stunden-Chart geht es ja einfach fleißig nur nach oben. Da sieht man die Anlaufpunkte der Korrektur ein bisschen besser im Stundenchart, und wer sich den hier an dieser Stelle zusammenrafft, der sieht es halt, wo auch Korrekturtiefs sind. Ne? Das erste haben wir hier unten in diesem Ausbruchsbereich. Das leichte zweite ist das Tagestief, was wir besprochen haben, und dann können wir uns hier nach unten hangeln. Einen haben wir hier um die 0,884. Wichtige Anlaufbereiche haben wir dann auch hier in diesem alten Ausbruchsbereich. Aber man muss mal sehen, ob es überhaupt zur Dynamik nach unten kommt, und wenn ja, wie weit das Ganze läuft hier mit Blick in das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Und damit schauen wir nochmal ganz kurz in den DAX rein. Der DAX kommt heute wieder Druck von oben nach unten, nachdem es gestern ein bisschen nach Erholung aussah, bringt jetzt aktuell zum Marktstart die Nachricht, dass die Außengrenzen der EU geschlossen sind für die nächsten Tage, wieder ein bisschen Druck zur Unterseite rein. Also das heißt, es ist jetzt so ein bisschen Gerangel, was wir hier haben. Ich werde am Freitag mal ein bisschen was dazu sagen, zur aktuellen Phase, wie sich das Ganze weiterentwickeln kann, worauf ich jetzt auch warte, dass ich irgendwann eine Umkehr erkenne. Das heißt, ich bin jetzt keiner, der sich sagt, okay, wir fallen ins Bodenlose. Ich bin aber auch keiner, der sagt, wir werden jetzt gleich wieder ansteigen, sondern ich weiß aus meiner Erfahrung heraus, dass in Phasen wie jetzt andere Dinge an den Märkten passieren, die uns so ein bisschen verraten, wann wir möglicherweise einen Boden gefunden haben. Und am Boden heißt es auch nicht, dass wir nach solchen Phasen immer gleich wieder ansteigen müssen, sondern da gibt es wirklich ruppige Momente am Anfang, bevor der Markt dann schwächelt. Aber da würde ich gerne, zumindest wenn das gewünscht ist, auch am Freitag etwas dazu sagen. Also hier das Ganze mit Blick in den DAX, und wir gucken uns den DAX mal kurz noch im Kleinen ganz genauen an dieser Stelle. Und zwar hier der Blick mal in die kleinen Zeiteinheiten, beziehungsweise das, was wichtig ist. Wichtig ist zum einen erst einmal das Tagestief von gestern hier unten. Das haben wir liegen an der Marke von 8.419. Da sind wir heute schon mal kurz drunter gelupft. Brechen wir um das Tagestief von unten oder von heute rein, dann nächster Anlaufpunkt zur Unterseite hier. Ganz klar, da müssen wir sagen, hier konstatieren, das Tagestief bzw. das Wochentief, was wir gehabt haben, bei um die 8.220 Zähler, das wäre dann mal der nächste Anlaufpunkt nach oben. Ansonsten, wenn es hier tatsächlich aus dieser, ja sag ich mal, mehr oder weniger Seitwärtsbewegung, wir sehen es ja hier oben, der Deckel ist drauf bei etwas über 9.000 Punkten, also 9.015 Zählern, unten drunter stoßen wir immer an bei 8.517 Zählern, und hier kommt es jetzt wirklich drauf an, springt der Markt wieder drüber, dann übers Median Richtung 9.000 Punkte nach oben, brechen wir aber tatsächlich drunter durch, dann schaut es eher so aus, als wenn wir hier das Low bei nur 8.221 Zählern eher anlaufen. Das ist im kleinen Bereich, deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht in die noch kleineren Zeiteinheiten, sondern hier den Drehpunkt sozusagen einfach mal zu finden und zu schauen, was kann man denn hier machen. Und die ganzen letzten Male, als hier unten und oben getestet wurden, hatten diese Drehpunkte halt eine Relevanz. Also das zählt für die kurzfristigen Anleger. Hier an diesen Punkten gilt es in den kleinen Zeiteinheiten zu schauen, was los ist. Abprall nach unten wird die Abwärtstrends im Minuten- oder 5-Minuten-Chart geben. Abprall über die Oberseite oder Rückgang in die Range zeigt uns eher die Oberseite an. Da sehen wir in den kleinsten Zeiteinheiten dann die Trends zur Oberseite hinlaufen. Das werden wir sehen. Gleich ist Markteröffnung hier in 11 Minuten. Da wird es sehr, sehr spannend. Das dazu an dieser Stelle dann wie immer meinen Dank für die Zeit heute Morgen. Wunschmärkte habe ich gerade nicht. Das heißt, allen gute Trades und bis morgen 8.30 Uhr, wie immer live hier auf Facebook bzw. GoToWebinar exklusiv mit mir bei Tickmill. Ich freue mich drauf und bis morgen. Tschüss.